Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2019 hier bei Heisenberg Zockt. So, wir waren in Singapur und ich bin froh, sind wir weg. Ja, war halt wieder ein Regenrennen und hier hat da auch noch gar nichts geklappt. Wir wurden tatsächlich 18 davon, noch 18 Fahrenden. Das kann es nicht sein, das kann es auch nicht für Mercedes sein. Also ich bin gespannt, ob wir da nicht noch irgendwie, ja, ein paar die Löffel kriegen. Wir werden sehen. Jetzt geht's nach Ungarn und das ist eine Strecke, die gefällt mir eigentlich relativ gut. Die ist, ja, sehr schnell, gerade und so weiter. Allora, aber Wetter brauchen wir natürlich. Das werden wir sehen, ob wir das kriegen. Ich stoße mal gen Himmel ein Gebet zu Petrus, auf das wir vielleicht tatsächlich schönes Wetter haben. Oder halt eben einfach trocken. Das wäre tatsächlich mein Wunsch. So, wo sind wir? Gibt es noch ein Interview oder was passiert? Nein. Habe ich was gedrückt? Warum kommt jetzt das? Wahrscheinlich einmal zu viel gedrückt. Okay, Nachrichten einmal. Ja, dass es halt nicht wirklich gelaufen ist, das wissen wir. Können wir hier was tun? Ich würde jawohl. Sowas in der Art empfehlen. Warnung, Reglementänderungen. Ja, eben. Das ist aber etwas, das interessiert dann vielleicht unseren Nachfolger, weil ich habe tatsächlich nicht vor, die nächste Saison auch bei Mercedes zu machen. Ich habe gesagt, es gibt nochmal eine. Es wird dann aber tatsächlich wahrscheinlich die letzte werden. Und da heißt es ganz klar, Top-Team. Und dann gucken, okay, wir können da raus. Und dann gucken, dass wir eben wirklich um die Weltmeisterschaft zumindest mitfahren können. Allora, Le Motor. Ja, da könnte man tatsächlich hier auch schon mal was machen. Okay, weil so lange sind wir hier nicht mehr mit dabei. Dann können wir auch gucken, dass wir jetzt noch die Motoren verschleißen, solange wir noch da sind. Bitte einbauen, dankeschön. Dann würde ich sagen, nächstes Wochenende. KI lassen wir, da werde ich jetzt nichts mehr machen. Weil so überlegen sind sie nicht. Ich würde sagen, wir sind ungefähr auf gleicher Stufe mit diesen 79, die wir haben. Wir hatten jetzt einfach halt auch Pech und Unvermögen. Ganz klar, das liegt natürlich auch an meiner Fahrweise, wenn man da ausschaltet, macht und tut. Aber ja, so ist es halt in der Formel 1. Man hat nicht immer einen guten Tag. So, kommt schon das Wetter? Ich glaube ja. Wir können hier nochmal schnell gucken. Nein, nein, hier wird gebastelt. Okay, dann die Nachrichten. Wettervorhersage, allen Ernstes jetzt schon. Okay, sollen wir mal gucken, ich würde sagen, ja. Oh, puh, Sonne im Qualify und trocken. Es ist einfach trocken. Okay, das ist natürlich sehr, sehr schön. Dann möchte ich jetzt hier aber auch mal was Vernünftiges hinkriegen und nicht wieder irgendwie ein Käse. Also, wir verlassen, nein, wir verlassen nicht den Arbeitsplatz, sondern wir machen diesen. So, und machen das erste Training. Ganz einfach. So, Ungarn. Eben, ich habe schon eine Runde gemacht, um das Setting zu laden. Und das ging relativ gut, muss ich sagen. Einfach weil die Strecke auch tatsächlich relativ cool ist. So, ich habe schon wieder kein Glas, deswegen hier mal wieder eine Tasse. Einen wundervollen Tag hier am Schwarzen Meer. Wir befinden uns in Sochi im Olympiapark auf der neuen Strecke und warten auf ein spannendes Rennwochenende. In der Box werden die letzten Anpassungen vorgenommen, bevor die Teams das erste Mal ihre Autos auf die Strecke fahren. So, erste Dehnübungen. Damit ich dann auch wirklich fit bin. Ein herzliches Willkommen an unsere Zuschauer aus aller Welt und an meinen Kollegen neben mir. Wartest du auch schon gespannt auf dieses Rennen? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich jedes Mal, die Rennautos auf der Strecke zu sehen. Ja, da geht's ja gleich wie mir. Vor allem, wenn wir unseres auf der Strecke sehen und das möglichst weit vorne. So, wir müssen noch kurz diesen hier, damit wir das Setting noch laden können. Einmal rüber, dann hier den gelben, dann hier diesen. Und dann schauen wir, ist das zu oberst dieses, ne, da haben wir Singapur, da muss ich runter. Das ist ein Setting, was wir schon in der letzten Saison verwendet haben und das ist relativ cool. Ich muss es nur noch finden, da haben wir Russland trocken. Mercedes Setting. Ich bin bei Gelegenheit mal einigen unserer Trainingsprogramme. Du musst ja, sie nicht alle in einer Session absolvieren. Doch dadurch erhalten wir wertvolle Daten für die Rennstrategie und die Autoentwicklung. Ja, ist mir klar, deswegen würde ich sagen, gehen wir zur Strecke. Und gucken uns das mal aus dem fahrenden Auto an. Wie gesagt, das Setting ist relativ cool. Ich weiß halt einmal mehr nicht, wie das ist im Vergleich zu den anderen Autos. Aber das werden wir hoffentlich rausfinden, spätestens im Qualify. So, ich übernehme. Oh, da komme ich schon ein bisschen weit raus, aber das zählt alles noch nicht. Zählen. Ja, eben, es ist dann doch ein bisschen kurvig. So viel zum Thema, hier ist vieles schnell und gerade. Ja, auch. Aber es hat auch ein paar Kurven, ganz klar. So, wir machen hier unsere Erkundungstour, würde ich sagen. Und die nächste Runde, die zweite, ist dann wie immer eine. Ja, oder ab jetzt. Ab jetzt zählt's. Da vorne ist aber noch einer im Weg. Ich hoffe, der kommt uns dann da tatsächlich nicht irgendwie in die Quere.
Aber sonst haben wir hier schon mal Rennbedingungen. Wir können ja mal gucken, ob wir den einholen können. Die Frage ist halt, fährt der wirklich Renntempo oder ist der auch irgendwie eher am Testen? Das wissen wir nicht. So, hier die Kurve, genau, die wird immer enger, je weiter das man kommt. Und dann geht es rechts weg. Ja. Fast ein bisschen zu viel gebremst. Kommen wir dem näher? Schwierig zu sagen. Es ist nicht so, dass wir ihn jetzt krass überholen. Aber es ist auch nicht so, dass er uns krass abhängt. Also von daher. Aha, hat die schnellste Runde hingelegt. Und hier komme ich tatsächlich ein bisschen rüber. Über das Dingens rüber. Raus. Nicht rüber. Egal. Kurve. Auf die Strecke konzentrieren, nicht auf die deutsche Sprache. Haben wir nochmal DRS? Jawohl. Okay, die Teamziele haben wir. Das ist allerdings nicht Priorität Nummer 1, sondern ganz einfach Priorität Nummer 1 ist, dass wir hier die Strecke ein bisschen kennenlernen. Ja, ich würde sagen, wir sind schon ein bisschen näher rangekommen. Dann müssen wir eigentlich schneller gewesen sein als er. Aber nicht, wenn ich hier natürlich dann so einen Käse zusammenfahre. Die hat mich völlig überrascht. Die Kurve, jetzt ist er wieder weg. Aber ist ja nur Training, was soll's. Aber wisst ihr was? Ich fahre nochmal eine Runde. Die hat mir nicht so gefallen. So viel Zeit nehmen wir uns. So, und jetzt machen wir einfach diese. Zweiter sind wir. Guck mal, so schlecht war es gar nicht. P2 mit der letzten ja. Runde. Schön, wie ihn das freut. Wahrscheinlich kommt er jetzt dann gleich wieder von wegen, ich soll weniger schalten. Da stand auch noch in den Kommentaren, da musste ich lachen. Ja, teilweise ist er wirklich ein bisschen ein Komiker, der Herr Chef, von wegen weniger schalten. Der eine hat geschrieben, ja, er kann ja dann schieben. Wäre eine Idee, der Chef. Und die andere Idee wäre, vielleicht ein paar Pferde vorne ranzuspannen. Da muss man auch nicht schalten. Da habt ihr natürlich absolut recht. Also ich verstehe die Meldung auch nicht. Weil ja, dann, wenn das Getriebe halt ein bisschen im Eimer ist, dann ist es im Eimer. Das ist ganz klar. Aber ja, das kann ja wohl nicht die Lösung sein, dass der Formel-1-Fahrer dann nicht mehr schaltet oder viel weniger. Also da können wir auch gleich aufgeben, weil das hat dann den gleichen Effekt. So, wie gesagt, das sollen jetzt hier Rennbedingungen, oder soll Rennbedingungen simulieren. Ich hoffe mal, ja, dass wir im Qualify dann hier noch ein bisschen schneller durchkommen. Kommen wir mit dem Benzin noch raus. Danke für die Information, Chef, und ihr hatten was gerade. Zum Getriebe sagt er nichts, okay. Wir haben 320 drauf, das ist alleweil ein ordentliches Tempo. Ja, hier muss ich tatsächlich wesentlich stärker bremsen, als ich das jetzt gemacht habe. Und hier nämlich auch noch mal. So, das war auch immer noch zu wenig. Da muss ich auch noch stärker bremsen, früher bremsen. Okay, dann weiß ich das jetzt. Weil genau hier haut der die ganze Zeit ab. Also der ist viel schneller. Auf diesem einen Fleck, da wäre noch ein Böbel gewesen, habe ich nicht erwischt. So, wie sieht's aus? Ja, Platz 2. Okay, damit werden wir leben, damit müssen wir leben, damit können wir leben. Wir beenden die Session, gehen raus und gehen ins Qualify. Ja, weil so dritter, vierter wäre okay. Also wir müssen nicht die Pole haben. Wenn wir die Pole haben, umso besser. Aber mir reicht Platz 3, 4 und dann mit Geduld arbeiten. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Hamilton, ja, Leclerc. Brauchen wir nicht, weil wir haben es ja nicht abgeschlossen. Also von daher. So. Ja, eben, Platz 3, 4 reicht eigentlich. Und dann langsam nach vorne arbeiten, wenn das Auto mithält. Wenn nicht wieder irgendwas mit dem Getriebe ist. Das könnte man doch eigentlich auch noch wechseln, aber das müsste natürlich sie machen, weil das macht eigentlich das Spiel, beziehungsweise es kommt ja die Meldung, dass man das Getriebe wechselt. Okay, wir können... Nein, wollte ich gar nicht. Ich wollte hier nochmal schauen. Nee, da können wir nichts machen. Der Motor ist zusammengeschraubt. Bestens, dann können wir das simulieren. Okay, und zum Qualify schreiten und dann dort zusammenreißen. Das ist eine Strecke, die müsste ich eigentlich vernünftig hinkriegen. Wir haben jetzt tatsächlich auch vernünftiges Wetter. Also jetzt wird es dann schwierig mit den Ausreden, Herr Heisenberg. Jetzt muss geliefert werden. Ich hoffe, es klappt. So, da haben wir nochmal Nachrichten. Nochmal eine Bestätigung vom Wetter, genau, kommende Session. Wetter bleibt, wie es ist. Das passt alles. Okay, falscher Knopf. Den wollte ich, ab ins Qualify. So, jetzt bin ich gespannt, was hier rausguckt. Wir hatten ja schon mal eine Pole vor 2 Rennen. Da hatten wir die Pole Position im Schluss. War die Aufnahme weg. Willkommen zurück in Sochi. Gleich schalten wir in die Boxengasse hinunter, wo die Autos für die Qualifying-Runden vorbereitet werden.
Eine Strecke wie diese verspeist Hinterreifen quasi zum Frühstück. Jedenfalls sagen das die meisten Fahrer, die sich damit schmeckt. Auskennen. Eine Menge langsamer Ausfahrten bedeutet, dass die Hinterreifen ganz schön zu leiden haben. Sie drehen eher durch, wenn man zu schnell aus einer Kurve schießt. Es mag toll aussehen und wir Zuschauer lieben ein solches Spektakel, aber gute Rundenzeiten fährt man so nicht. Ja, das ist wohl so. Gut. Noch ein Interview oder was haben wir? Nein, wir springen gleich rein. Dran denken, nicht den blauen Knopf drücken, sondern zack, den hier. Das Setup ist geladen. Ich würde sagen, dann gehen wir zur Strecke und gehen das an. Und zwar volle Pulle, ohne groß zu überlegen. Einfach Bibim. Ich werde jetzt auch gucken, dass ich nicht allzu viel sage. Ich möchte hier tatsächlich eine gute Zeit haben. Dafür muss ich mich schon auch ein bisschen... Ach, come on. Er schon wieder. Gibt's ja nicht. Jetzt kommt er wieder mit dem Getriebe. Oh ja, aber man hört's auch. Oh, lalalala. Ja, aber da kann ich nichts machen. Oh, der ist ja völlig im Eimer, die Karre. Ach nö, come on. Oh, warum habt ihr das denn nicht repariert? Man hört's regelrecht. Oh nö, ja, da komme ich nie hinterher. Also ich bräuchte schon ein Auto, damit ich da Formel 1 fahren kann, Leute. Oh... Hätte ich da selber was machen müssen? Nee, also ich glaube nicht. Weil bis jetzt gab es immer die Meldung von wegen Getriebe auswechseln. Oh nö, also das ärgert mich jetzt aber im Quadrat. Jetzt haben wir schon mal beste Voraussetzungen. Ich mag die Strecke und jetzt haben wir eine Karre, die nicht funktioniert. Ja, hört euch das mal an. Das ist ja völlig im Eimer. Puh. Da starten wir wieder als Letzter, aber das ist noch das... Das ist noch am wenigsten schlimm, weil das Schlimmste ist natürlich, dass wir im Rennen, wenn wir hier mit dem Getriebe... Ich muss... Boah, guck mal, nee, der ist komplett im... komplett im Eimer, die Karre. Ich beschleunige Vollgas und er säuselt ein bisschen. Ja, okay, cool. Platz 20. Aber jetzt muss ich gucken, dass ich am Getriebe was noch ändern kann, sonst müssen wir gar nicht starten. Bau, 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 wie das klingt. Nee, das war nicht unser Tag, aber das war auch nicht euer Tag, Amigo. Warum macht er nichts am Getriebe? Oh, das ärgert mich jetzt. Damit kann ich doch nicht fahren. Da muss ich gar nicht antreten. Dann können wir uns den Russland Grand Prix schenken. Weil zurück kann ich nicht mehr. Das geht nicht. Möchte ich auch nicht. Wie gesagt, ich möchte unter Realbedingungen fahren. Aber jetzt müssen wir gucken. Ich meine, jetzt sind wir eh zu hinterst. Jetzt ist egal, wenn wir noch eine Strafe kriegen. Nein, das war nicht Pech, das war der Motor, gute Frau. Gibt es noch keine Punkte. Kühlen Kopf bewahren und im Rennen richtig durchstarten. Da haben wir das Getriebe. Trainingsgetriebe, Hauptgetriebe. Momentan ausgerüstet, das kaputte. Sollen wir tatsächlich das Trainingsgetriebe einbauen? Gibt nicht mal eine Strafe. Ach, echt jetzt? Mach mal. Okay, dann haben wir das Trainingsgetriebe drin. Ich hoffe, das kriegen sie noch rechtzeitig hin. Aber das ist wenigstens grün. Das Hauptgetriebe ist im Eimer, das sieht man. Ja, es ist jetzt halt, wie es ist. Wir gehen mal ins Rennen. Also mit der Morchel, die nicht mehr beschleunigt, da müssen wir nicht fahren. Aber das werde ich relativ schnell rausfinden. Und jetzt der Motor, also das Getriebe noch ersetzt wurde. Dass man das darf? Fällt das nicht unter Park Fermé? Guten Tag aus Sochi, wo wir uns auf den Start des großen Preises von Russland vorbereiten. Was? Noch haben wir zwar einige Rennen bis zum Saisonende vor uns, nichtsdestotrotz erwarten wir auch heute einen spannenden Grand Prix auf der Strecke, die 2014 im Formel-1-Kalender debütierte. Der Falke fährt heute ohne Auto. Von der georgischen Grenze entfernt bietet das Sochi-Autodrom mit einer Streckenlänge von 5,79 Kilometer insgesamt 18 Kurven, 12 Rechts- und 6 Linkskurven. Die besten Überholmöglichkeiten vor den Kurven 1 und 13, die Durchschnittsgeschwindigkeit 209 km/h. Okay. Ich heiße abermals Stefan Römer willkommen, der alle Infos für das heutige Rennen hat. Warum reden wir nicht über McLaren? Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Nun, die Atmosphäre innerhalb des Teams scheint im Moment wirklich positiv zu sein. Alle scheinen voller Energie und Tatendrang zu sein. Freut mich für McLaren, da war nur auch noch nie. Gut, und jetzt bin ich gespannt. Konnten sie das Getriebe wechseln? Ich muss mal gucken, ob ich da nicht vielleicht sogar nachsehen kann. Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist. Also lass mich heute nicht hängen.
Nee, kann ich nicht, aber ich werde sowieso relativ schnell merken. Wenn da nichts rauskommt, wenn ich drauf trete, dann konnten sie das nicht mehr wechseln. Gut, wir starten das Rennen. Von zu hinterst, weil ja, ein Qualifier ohne Getriebe geht natürlich nicht. Jetzt halt mit Geduld. Also er schaltet relativ normal, würde ich behaupten. Und ich muss aufpassen hier wie ein Irrer, weil wenn die hier wieder auf die Bremse steigen, dann sollte ich eigentlich noch bremsen können. Okay, hier ist Jeff. Du verursachst unnötigen Verschleiß am Getriebe. Versuch es etwas zu schonen, sonst verlieren wir es vielleicht. Echt jetzt? Was ist das denn für ein Auto? Das gibt's doch gar nicht. Was habe ich denn hier für eine Morchel am Start? Guck mal, wir sind ja schneller als alle anderen. Aber ja, wenn natürlich jetzt irgendwie dann... allen Ernstes, wir sind schon auf der 14. Wenn dann allen Ernstes das Getriebe abkachelt... Dann haben wir natürlich dann tatsächlich ein Riesenproblem. Aber ich glaube, vom Setting her wären wir tatsächlich schneller hier als der Großteil. Zumindest sieht es ein bisschen so aus. Aber ich sollte mich jetzt nicht darauf, davon allzu sehr ablenken lassen, dass das Getriebe eventuell aussteigt. Das war eine Abkürzung, aber wir sind schon auf der 12. Guck mal, das läuft ja wie geschmiert. Also da, es kann ja nur so rauskommen, dass wir jetzt irgendwie gut fahren. Und tatsächlich, wir sind schneller als alle. Also wir haben ein relativ geniales Setting erwischt, so wie es aussieht. Aber eben, wir sind schneller als alle und dann... Oh, jetzt habe ich tatsächlich abgekürzt und dann haben wir das Problem, irgendwann wird das Getriebe aussteigen. Kann eigentlich tatsächlich nur ein Scherz sein. Und die Kurve hier, die mag ich tatsächlich nicht besonders. Wie viele Runden haben wir denn? 13. Okay. Da wäre ich fast hier im Vettel reingeknallt, weil er gebremst hat. Wow, nicht gut. Überhaupt nicht gut gefahren. Oder ist das schon das Getriebe, was wieder die ersten Macken hat? Das soll jetzt hier schon wieder ein bisschen zurückfallen. Weil hier, wenn wir in einem Gang fahren, also mit einem Gang, dann sind wir relativ sehr schnell, das sieht man. Aber sobald er wieder schalten muss, kommt er wieder offensichtlich nicht mehr so ganz hinterher. So, jetzt würde ich mir gerne den Herrn Vettel schnappen, wenn das irgendwie geht. Okay, das war halt ein Angriff. Wir sind ein bisschen schneller als er und er hat wesentlich früher gebremst, aber wir haben ihn. Okay, ich würde sagen, also nach zwei Runden 9 Plätze besser wie zu Beginn. Da kann keiner was sagen. Ja, ich weiß, Chef, habe ich mitgekriegt. Oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht irgendwann dann noch eine Zeitstrafe kriege, wenn ich hier die ganze Zeit so kleine Abkürzungen fahre. War wieder knapp. Und wir haben noch nicht mal DRS und wir hängen ihn ab. Also wenn die Karre durchhält, dann gibt das ein gutes Rennen. Ich habe es tatsächlich im Gespür. Ich fühle mich auch wohl hier, definitiv auf dieser Piste. Das kann ich schon auch mal sagen. Ich muss einfach das Getriebe bitte mitspielen. Das wäre ein Herzenswunsch. Jetzt habe ich die Kurve auch mal vernünftig erwischt. Da muss man viel früher rein, damit man Tempo aufbauen kann. Ja. Echt jetzt? Das war doch grün. Es war zwar nur das Trainingsgetriebe, aber das andere war ja gelb. Das hat ja überhaupt nicht mehr funktioniert. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Oh, es wäre so ein schönes Fahren und wir sind ja wirklich relativ stark unterwegs. Wenn jetzt nicht dieser Käse... Wenn jetzt nicht dieser Käse noch wäre, das wirklich so wie ein Damoklesschwert dieses Getriebe über meinem Kopf hängt. So, wir kommen hier nämlich auch näher an Butler ran. Also wir könnten das Feld, glaube ich, tatsächlich zumindest halbwegs von hinten aufrollen. Na, DRS, man reiche mir DRS. Nein, kein DRS, hier kommt wieder eine Kurve, da kann man kein DRS spendieren. So, da muss ich tatsächlich nochmal stark auf die Bremse treten, weil Herr Butler auch auf die Bremse trat. Na, jetzt DRS, aber Butler hat natürlich auch DRS. Hinten ist eigentlich Ruhe, die haben wir alle abgehängt. Da muss ich früher auf die Bremse, das war zu gefährlich, wenn wir hier reinkacheln. Wir haben nämlich noch ein Auto, was funktioniert. Abgesehen vom Getriebe ist die Karre noch heile. Wir haben noch alle Flügel. Okay, das war nur eine leichte Berührung, das hat nichts kaputt gemacht.
Das macht Spaß zum Fahren. So, Partner haben wir auch. So, es macht tatsächlich riesen Spaß zum Fahren, muss ich gerade sagen. Ich glaube, ich kriege heute. Wir haben reichlich Benzin übrig und können den Motor auf Mischung 3 einstellen, wenn du sie brauchst. Dann sind wir noch schneller. Mach ich, danke. Ich krieg das Heulen, wenn jetzt irgendwie die Karre kaputt geht, während wir hier wirklich relativ stark fahren. Ja, das war natürlich ein harter Zweikampf, ich weiß, aber... Na, kriege ich dich noch? Er hat halt einen kürzeren Weg, wenn er innen ist, ist ganz klar, aber den kriege ich hier. Jawohl. So, Hamilton etwa davon. Wow, 11 Plätze gut gemacht, wir sind in der 4. Runde. Ich sage ja, ich mag die Strecke. Die ist tatsächlich sehr, sehr nett. Das können wir hier wegmachen. Das stört die Optik. Und, oh, da sieht man schon, ja. Da ist ein bisschen was gelb. Los, mach schneller, Mercedes. Wir haben Kollege Hamilton hier vor uns. Den würde ich auch gerne noch abfangen.